Geh mal davon aus, dass die gerade massig am Plündern sein werden. Wisst ihr, wie es um Gareth steht? Gareth steht. Gareth Gareth ist wird noch. bestätigt worden, aber die Stadt steht und wird wieder erstrahlen. Ist wenigstens gut. Wo kommt ihr denn jetzt gerade her? Jericho? Aus dem Aranien. Süden, ja. Zachanien, was habt ihr denn da gemacht? Oron ist Afax gefallen. aufgehalten. Afax ist hier. Nee, der Afax ist war nicht da. hier. Afax ist wieder fort und er wird auch fort bleiben. Genau, weil wir ihn Aber aufgehalten haben. die Miona ist Scheiße. gefallen. Oron wurde wieder befreit. Es gibt noch Hoffnung. Gibt immer Hoffnung. Wer regiert eigentlich die Stadt gerade? Ich habe Gerüchte gehört, dass jetzt alle tot sind. Welche Stadt genau? Das Mittelreich. Das Mittelreich wird von einem Rat aus Helden und Märtyrern regiert. Helden und Märtyrer. Bis sich ein rechtmäßiger Erbe findet. Sich das der Adel so gefallen lässt, werden wir sehen, aber Hauptsache irgendjemand regiert da und nicht, dass da noch irgendwie Chaos und Anarchie herrscht. Das können wir auch nicht gebrauchen. Ganz recht. Also einer von Nun. Schattengrund muss irgendwo im Norden von hier sein, genauso wie Gunther Donnerfaust. Aber mehr kann ich nicht sagen. Irgendwo im Norden, irgendwo in der Finstermark werden die sein. Nun, haben wir Nun, das. ich denke, Was tun unsere wir? Aufgabe steht klar und deutlich vor uns, oder? Wir müssen etwas tun, nicht wahr? Müssen, zumindest das heilige Paar sollte sich noch in der Stadt befinden, rausbringen, oder nicht? Es wird Oder sein wir Heim können nicht Romulus verlassen haben. definitiv nicht ignorieren. Komm, gut. Euer Exzellenz, wisst ihr von noch weiteren von unseren Truppen, die vielleicht auf dem Weg hierher ein Lager aufgeschlagen haben könnten? Auf dem Weg hierher. Ja, Späher oder so. Nee. Nicht, dass ich wüsste. Also wenn ihr von hier aus nach Norden geht, dann findet ihr da nur noch aufgespießte Köpfe und wenn ihr euch, wie gesagt, in diese Schlucht reinwagt, in diesen Engpass, dann werdet ihr selbst dort aufgespießt. Leider schon viel zu viele Flüchtlinge dort gesehen und das solltet ihr also vermeiden. Wenn ihr von hier aus dann in Richtung ja, Sturmfelsen oder sowas reitet, das wäre dann der präferierte Vorschlag. Vielleicht versucht ihr es mal nach Dettenhofen zu kommen oder so. Das wäre jetzt eine Idee, die ich hätte, aber was auch immer sich dort dann befindet, auch noch weiter Richtung Norden, Bohlenburg oder Sankt Baronia. Ich habe gehört, dass da wohl auch wieder finstere Nekromanten hausen oder so. Der Feind hat ja viele Feldheere. Man denke da an Sulman Alvenisch oder Rakolos den Schwarzen oder Mirona, Menario, ganzen Handlanger. Gehört von Sirium Grimm, den Schänder. Das ist der, der mit dem Streitwagen vom Sphärenschänder rumfährt. Carlos und Kemet, der gefallene Golgarit. Dabei schaut sie auch mal zu ihren ja, Golgariten, die daneben sitzen und sehr, sehr wütend aussehen. Dann haben wir noch die transsylvanische Obristin, Varena von Mersing, die läuft auch irgendwo rum. Asmodeus, wie gesagt. Arngrim von Ehrenstein mit seinen Werwölfen. Und nicht zu vergessen Yelnaren. Und es scheint, als hätten die schwarzen Lande alles Übel, das sie haben, auf einmal unter Partien ausgekotzt. Nun, da müssen wir nicht weit gehen, oder? Dem ist positiv, da sind eine ganze Menge Arschlöcher, die wir umbringen können. Genau, sie Ich sind stimme alle zu einfach uns ihm gekommen. zu. Wir sind jetzt hier. Wir fangen an, das Land aufzurollen. Ich hoffe ja auch irgendwie auf Verstärkung aus Richtung Gareth oder so, wenn dann Jarl Skorsam oder sowas kommt mit ein paar Herren oder so. Hugo von Mühling, Rudolf von Wertling, das sind so die Meerschelle. Ich hoffe so ein bisschen auf die. Weiß aber nicht, was die noch an Truppen haben nach den Kämpfen. Wir werden entsprechendes veranlassen müssen. Wir sollten uns mit den Naturgeistern verbünden. Wir sollten alsbald zurück nach Gareth kehren. Sollten vorher aber auf jeden Fall nochmal nach Romulus rein, würde ich sagen, und schauen, ob wir das heilige Paar. Ich denke auch nicht, dass sie ihr Heim verlassen haben. Wir müssen einen Ja, und Weg so ist es unbemerkt in die möglich, Stadt auch die finden. Stadt zu reinigen. Wir müssen unbemerkt einen Weg in die Stadt finden, uns zum Travia-Tempel durchschlagen und dort Entsatz leisten. Dann müssen wir noch das heilige Paar davon überzeugen, ihren Heim und Herd zu verlassen, was vermutlich die größere Herausforderung wird. Wir können aber auf dem Weg so viele Arschlöcher umbringen, wie wir können, oder? Bitte Nicht sagt ganz, ja. Jeder Bakterier, den wir erwischen, ist einer weniger, den wir in Zukunft gegenüberstellen müssen. Also nicht alle Zivilisten konnten evakuiert werden, dessen sollten ihr euch bewahr sein. Ne? Kann sicherlich noch welche geben, die nicht geflüchtet sind, aber die Stimmung da drüben ist rau und sehr, sehr unangenehm, sehr dunkel, matschig. Auch wenn es nicht regnet, könnte es sein, dass ihr dann durch blutigen Schlamm oder sowas stiefelt. Alles, was ihr oder jedem, den ihr im Norden begegnet, dürftet ihr nicht vertrauen. Einem. Gut. Habt ihr eine Karte der Stadt? Gerade der Stadt.
Ihr müsstet ihr abzeichnen. Ich kann euch Papier geben, aber diese hier kann ich euch nicht mitgeben. Hervorragend, aber mir kümmert euch. Natürlich. Wie ist der Zustand der Sollte nicht vielleicht Kiaras? Er kennt sich doch mit Karten sehr gut aus. Wer sagt, das ist wahr. Verzeiht, ich denke mal an die Magier, wenn es ums Zeichnen geht, weil ihr ja nur eure... Ihr wisst, was ich meine. Ja, ja. Ja, euer guter Freund Eldan. Richtig. Na gut, ihr sagt, die Stadt fiel, weil die Tore geöffnet wurden. Ich nehme an, die Mauern stehen entsprechend noch. Ja, die Tore stehen noch, ja, ja. Tore, Mauern. Wie denkt ihr, gelangt man am besten herein? Ich bin keine Taktikerin, ich bin eine Rondrianerin. Aber über Neuromedis, da gibt's dann, wenn ihr die Fähre nehmt, könnt ihr dann irgendwie übersetzen. Solange sie nicht gerissen sind, also Brücken oder sowas gibt es bei dem Fluss nicht, dafür ist er zu reißen. Und dann über den Fluss auch in die Stadt eindringen. Guter Plan. Oder über den Fluss selbst, wie wir es schon einmal getan haben. Sagt, gibt es unter dieser Stadt nicht ein hervorragendes Kanalisationssystem? Ja, es könnte auch sein, dass hier etwas nördlich an dem Darpad fällen. Da gibt es den großen, natürlich noch ein bisschen weiter, das ist eine Tagesreise nochmal, aber wenn ihr da dann übersetzen könntet, es kann sein, dass es Höhlen gibt, die unter dem Wasserfall durchführen. Aber wo die sind oder ob es die überhaupt gibt, keine Ahnung, wäre das nur so eine Idee, die man noch hätte. Also durchs Wasser? Meine Sorge sein. Ja, ich wollte gerade sagen, durchs Wasser kommen wir ja, das ist ja kein Problem. Können wir nicht. Liegt Romelis denn direkt am Fluss? Romelis liegt ja auf beiden Seiten. Also auf der einen Seite hast du dann Neuromelis, das ist das ganz kleine hier, kannst du sehen. Und dann musst du, wie gesagt, rübersetzen und dann stehst du, ja, entweder in Helbrechtstadt oder im Fürstensitz, im Palastberg oder in der Neustadt. Das ist dann so, ja, da wo die pulsierenden Städter sitzen oder der alte und der neue Hafen. Das ist dann auf der linken Seite vom Fluss. Du hast den Aranierberg, du hast das Gerberviertel, Greifenberg. Das Vergnügungsviertel, ehemals Vergnügungsviertel, das Donnerfeld. Wo befindet sich denn das Heilige Paar, könnt ihr mir das sagen? Hier also in der Friedenstadt, direkt in der Mitte. Was ist mit der Kanalisation? Das meint ihr hier, diesen Teil? Ich bin ganz erstaunt, wie versessen du darauf bist, durch Scheiße zu bauen. Nicht wirklich, aber es scheint mir einfach so ungesehen von A nach B in der Stadt zu kommen. Ich denke, in der Stadt selbst werden wir nicht mehr auffallen. Solltet ihr bereit sein, eure, sagen wir mal, recht auffällige Kleidung abzulegen? Ja, wir sollten definitiv Umhänge überziehen. Ja. Ich denke, der Fluss scheint. Wie groß ist diese Flusssteigung? Glaubt ihr, dass ihr uns da rausbringen könnt, Voltax? In der Stadt? Ich weiß doch nicht, wie groß die Flusssteigung ist. Ich war doch noch nie dort gewesen. Das müsste mir jemand anders sagen. Der Dapper dürfte an dieser Stelle nicht zu tief sein. Dann würde ich sagen, laufen wir da einfach rein, oder nicht? Das hat doch letztes Mal sehr gut funktioniert. Andererseits, wer zweimal dieselbe List versucht, den verflucht Fels. Ja, aber doch nur zweimal gegen denselben Feind, dachte ich. Wir versuchen nicht wirklich dieselbe List, oder? Diesmal haben wir keine Mitglieder der Feinde, die uns hineinschmuggeln wollen. Ich wünschte, ich könnte euch irgendwie begleiten, aber ich werde, glaube ich, erst warten, bis meine Zwillinge geboren sind. Erst dann kann ich mich wieder... Zwillinge, das ist ein großes Glück. Zahn war schon immer eigensinnig. Es wäre doch arg Travia ungefährlich, euch in eine solche Gefahr zu begeben. Ja, ich denke auch. Ich sehe es eher als Zeichen der Herren Rondra, wenn ich jetzt meine Kinder kriege und sie wohl und gesund sind. Danach kann ich mich immer noch in die Schlacht begeben und versuchen, meinen Mann zu retten oder zu rächen. Wisst ihr denn? Sollte es soweit sein, werden wir euch gerne zur Hand gehen. Das heilige Paar, könnt ihr uns denn diesen Tempel mal beschreiben, in dem die sich vermutlich noch befinden? Also ist das eine Art Wehranlage? Ist das ein offener Tempel? Wie kann ich mir das vorstellen? Ach, Hallan vorne. Nee, es ist ein Travia-Tempel. Aber es gibt natürlich eine Mauer drumherum. Okay. Also, was heißt Mauer? Es ist auf einem Berg gelegen. So, wie ich das verstanden habe, ist Romilis in sehr viele eigenständige Viertel abgeteilt, ja. Die auch Mauern Kann man auch unabhängig voneinander halten, also hätten wir halt Soldaten oder hättet ihr Soldaten, dann könnte man noch viele verschiedene Monde über die Stadtviertel hinaus Krieg führen, weil
Solange die Tore von verschiedenen Seiten gehalten werden, ist ein Hexenkessel. Wenn es befestigt, wie die Stadt aussieht, kann man vielleicht schon davon ausgehen, dass tatsächlich noch einige Teile der Stadt nicht gefallen sind. Aber vielleicht aber mir ist die ein Idee dann tatsächlich. Der selbst ist nicht befestigt. Also da solltet ihr euch ganz schnell in die Haare schmieren. Doch die Gebiete darum herum sind befestigt. Man bräuchte garantiert nur eine Handvoll Männer, um sie Wochen, Monate zu halten. Ich weiß auch nicht, was Asmodeus macht, aber wie gesagt, als Paktierer gehe ich mal ganz stark davon aus, dass der Travia-Tempel sein erstes Ziel ist oder war. Schauen wir mal, wie mächtig und fähig der ist. Aber Abelmirs Idee ist vielleicht doch nicht schlecht. Zu nähern. Wenn tatsächlich Teile der Stadt noch gehalten werden, werden wir uns da gar nicht so offen bewegen können. Vielleicht ist Abelmirs Idee tatsächlich ganz gut. Wenn man sich innerhalb der Kanalisation bewegt. Ich weiß halt nur nicht, wie groß die ist. Ich weiß auch nicht, was mit den Magiern ist. Also, wir hatten ja auch eine Magierakademie in Romulus. Die sollten ja eigentlich auch sich viel mit Geheimhaltung auskennen und Kriegsführung und sowas, aber... Kriegsführung? Nein. Naja, keine Ahnung. Ich kenne mich mit Magiern nicht aus, aber... War doch so eine Geheimagentenakademie. Ja, Informationsinstitut, richtig. Also ja. Sicher, also magische Ausspähung, falls es noch irgendwelche Magier dort gibt, könnten die uns möglicherweise helfen beim Spähen. Das wäre aber das die erstmal finden. So ist eine Langschwerterkaserne gibt es auch. Ich weiß nicht, inwiefern da noch der Exerzierplatz steht oder Zollplatz hatten wir natürlich auch. Zöllner sind jetzt natürlich keine guten Kämpfer, aber wie gesagt, es drängen halt keine Informationen hervor. Die Stadt ist einfach so konstruiert, dass das schwierig ist und wir sitzen auf der falschen Seite. Wäre es in diesem Fall nicht das Sinnvollste und Logischste, zuerst einmal Aufklärung zu leisten? Und wenn schon Magier dort vorhanden sind, die in diesem Gebiet spezialisiert sind, dann wäre doch der erste und logischste Schritt, diese Magier zu finden und sie ihre Arbeit machen zu lassen, sodass sie einen Überblick über die einzelnen Viertel haben, wo wer ist und wer uns eventuell unterstützt. Das ist sicher, wenn wir Zugang bekommen zu dieser Akademie und sie noch steht. Ich vermute auch, das wird das Beste sein, dass sie Kundschaft hat und nicht in einen Krieg zieht gegen, weiß ich nicht, Hunderte oder 200, 300 von Söldnern. Da werdet ihr sicherlich wenig ausrichten können, auch wenn ihr irgendwelche Feuerbälle reinschmeißt. Bei allem Respekt. Hinreichend hilfreich sein können. Also wenn sie Männer tatsächlich gerade plündern, denke ich, dass wir relativ viel ausrichten können. Die Männer werden relativ in kleinen Gruppen unterwegs sein. Wenn wir da einzelne Gruppen stellen, können wir bestimmt 20, 30 Mann vernichten. Wo ist denn diese Akademie in der Stadt? Keine Ahnung. Isarun, kennt ihr euch aus? Nicht wirklich. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich einmal im Informationsinstitut zu Gast wäre. Ich glaube, die lasten selbst eure eigene Gilde nicht sehr gerne hinein. Das darf durchaus möglich sein. Sie sind ein sehr eigenes Völkchen. Und zweifelsohne Nemrods betreiben. Jo, dann gehen wir doch mit Boltaks Methode in die Stadt und dann schauen wir uns vor Ort um. Mehr können wir ja eh nicht tun. Wir haben ja null Informationen hier. Und ich bin mir sicher, Aviander wird uns im Vorhinein noch mit dem einen oder anderen versorgen können. Wenn sie denn bereit ist, uns noch einmal auszuhelfen. Weil sie schon mal hier war, bestimmt. Aber ich denke, unsere Priorität ist doch ganz klar das heilige Paar, nicht wahr? Mhm. Danach so viele Feinde wie möglich vernichten oder Asmodeus töten. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber... Ihr solltet es auf jeden Fall versuchen. Ich kann seine Macht ehrlich gesagt nicht einschätzen. Für wie kräftig haltet ihr den Mann, also für wie zauberstark? Ich weiß nicht, wir hatten ihn nur ein kurzes Mal in Yol'Gamoth kennengelernt. Ja, nun ja... Er schien nicht besonders fähig im Angesicht von Galotta, aber das muss nicht viel heißen. Also würde er meinem Archeopaxus standhalten, ja oder nein? Kommt drauf an, jeder könnte mit einem Archeopaxus standhalten mit der entsprechenden Vorbereitung. Ja, ich meine, ob ich ihn, wenn ich den Archeopaxus aus einer unerwarteten Situation wirke, ob ich ihn dann umwerfen kann, sodass ihr, wie wir das schon einmal gemacht haben, schnipp, schnapp. Ihr wisst nun, schon. Nun, das letzte Mal, weil wir von ihm hörten, hieß es, dass er mit dem ewig Rastlosen paktiert hat. Ihr müsst also damit rechnen, dass er höllisch, niederhöllisch schnell ist. Gut, das ist suboptimal.
Aber auch da wird uns sicherlich etwas einfallen, um ihm diesen Vorteil zu nehmen. Ach so, was Borondria noch erzählt hatte, könnt ihr am Fluss sehen, hier im Süden. Borondria kommt ja selber aus der Stadt. Es gibt ja auch eine Golgaritenburg. Könnt ihr das hier sehen? Ja. Ja, das ist die Piste Schauflergassel. Da solltet ihr vielleicht nicht aus dem Wasser steigen. Aber es könnte sein, dass ihr da auch einen Einstieg in die Kanalisation findet. Und weiter hier im Norden, das sind dann die Glasbläser, die haben da viel mit Farbstoffen zu tun. Müsste man sehr, sehr aufpassen, wo ihr aus dem Wasser kommt oder wo ihr einsteigt. Sind das mineralische Farbstoffe, die sie verwenden? Das weiß ich nicht. Glasbläser. Ich dachte, Farbstoffe sind immer so Pflanzen, oder nicht? Nein, es gibt auch Pigmente, die man aus Steinen gewinnt und die man, naja, also mindestens, was ich gehört habe. Ich bin jetzt auch kein Glasbläser. Also ich habe nur mal so Frauen gesehen, die haben irgendwelche Beeren zerdrückt und dann war da blau. Ich denke, das war irgendwie zur Farbgewinnung. Ja. Aber so genau weiß ich es auch nicht. Also jedes einzelne Viertel kann komplett in anderer Hand sein. Ich wünsche euch auf alle Fälle viel Glück, ne? Wir könnten also von hier aus auf die andere Flussseite übersetzen, von dort einen Eingang in den Kanal finden, von dort in den eigentlichen befestigten Stadtkern gelangen. Mhm. Wir müssen uns auf jeden Fall gut umsehen und möglichst viel Vorarbeit leisten. Fabianda? Ja? Wärt ihr wohl bereit, noch einmal einen Überflug zu riskieren? Einen Überflug kann ich wohl leisten. Allerdings muss ich auch hier sehr stark aufpassen, wenn es tatsächlich Geierdämonen in der Stadt gibt, dann werden sie auch ein Auge auf den Himmel haben. Die sind wirklich schnell, aber ich kann es tun. Bringt euch nicht in übermäßige Gefahr. Nein, nicht mehr als sonst. Gute Frau. Sehr berühmt. Danke. Es gibt übrigens auch einen Avis-Tempel, habe ich gehört. Da war ich aber auch noch nicht. Soll wohl irgendwo im Norden sein. Finden wir ihn, ja. Da gibt es, glaube ich, ganz viele Brieftauben. Das ist interessant. Vielleicht wäre das ein guter Stützpunkt. Ein Satz an Brieftauben wäre auf jeden Fall vorteilhaft. Könnt ihr das hier erkennen auf der Karte? Das ist der Avis-Tempel. Ja. Ah. Natürlich auf der anderen Seite der Stadt von uns aus. Ja, wir haben einfach verschiedene Ziele, die wir haben. Also primäre Ziele und verschiedene sekundäre Ziele. Was wir am Ende dann daraus machen, ist dann uns überlassen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja, genau. Primärziel das Paar. Asmodeus töten nur wenn möglich. So viele Söldner ausschalten, würde ich sekundäres Ziel setzen. Den Avis-Tempel befreien, beziehungsweise die Brieftaube nutzen, sekundäres Ziel. Und so viele Informationen sammeln wie möglich. Möglicherweise die Gräfin von Romnis retten, wenn sie noch lebt. Vergesst nicht die Magierakademie. Sollte sie gefallen sein, an die habe ich nicht gedacht. Da habt ihr recht. Sollte sie gefallen sein, müssen wir so viel dort angesammeltes Wissen bergen oder vernichten, wie wir können. Ich meine, darf ich fragen, was ist denn das hier oben? Ja, das ist der Romnischer Zoo. Also da wohnen ganz viele Tiere. Tiere? Sagt, welche Tiere wohnen da? Ja. Riesenschröde, Löwengehege, Säbelzahntiger, Greifkatzen, Rotluchse, draußen, Elefanten. Ja, ich glaube kaum, dass diese uns helfen, diesen Krieg zu gewinnen. Von daher ist das wohl kaum eine Priorität. Aber Ochsen. Gibt's da Elefanten? Ja. Aber warte Elefanten. Schwarzbären, Silberwölfe. Also wenn es eine feindliche Stadt wäre, würde ich jetzt vorschlagen, sie freizulassen, aber da es eine mittelreichische Stadt ist, glaube ich nicht, dass es hier empfiehlt, wilde Tiere auf die Stadtbevölkerung loszulassen. Aber hätte man Kontrolle über solch einen Elefanten, könnte er... Ich nehme an, dass ein Elefant sich ähnlich verhält wie ein Pferd, dass man es sehr gut ausbilden muss, damit man es kontrollieren kann, vor allen Dingen bei so einem starken Tier. Oder man viel besser, weil ihr nicht so viel Kraft auf ihn selbst ausüben könnt, wenn ihr erstmal drauf sitzt. Oder man kontrolliert ihn magisch. Wenn ihr das könnt, das wäre natürlich sehr hilfreich. Ich weiß natürlich nur nicht. Natürlich kann ich das. Nun, einige dieser Tiere hören sich dann doch schon etwas gefährlich an. Ich meine, zumindest Tiger sind sehr gefährlich und
was an diesem Tiger säbelzahnig ist. Ich weiß es zwar nicht, aber es schaut sich besser an. Nichts davon klingt wie etwas, das man in der Stadt freilassen sollte. Ich gebe Raffin recht. Das Problem ist, selbst wenn ihr diesen Elefanten da kontrollieren könnt, ich nehme an, dass ihr von einigen Bogenschützen bzw. Speerwerfern recht leicht damit ausgeschaltet werdet, da ihr das Tier einfach nicht so beherrscht, wie ich es einem Kriegsreiter zutrauen würde. Nun, aber ich kann dem Elefanten sagen, reiß das Tor 1 ein, reiß das Tor 2 ein, reiß das Tor 3 ein. Ich denke nicht, ja, dass ein Elefant in der Lage sein wird, ein Stadttor einzureißen. Also, ich kenne die Kraft eines Elefanten nicht, aber ein Stadttor ist... Habt ihr die Dinger gesehen in Dorgan? Die sind groß, aber ein Stadttor ist meist aus massivem geschlagenem Eisen. Jetzt hört endlich einmal auf, so einen Quatsch zu verzapfen. Diese Tiere werden uns nicht helfen, die sind nicht dafür ausgebildet worden. Und wir haben nicht die Zeit, sie dafür auszubilden. Also konzentrieren wir uns jetzt bitte auf die Sachen, die uns vorliegen und die uns möglich sind. Danke. Ganz recht. Lassen wir solcherlei Gedanken endlich hinter uns. Sag mir, was ist dies hier oben? Was bitte? Nochmal, wo? Neben dem neuen Bohrer nochmal. Achso, da oben. Das muss ich gerade mal nachschauen. Warten Sie mal. Könnte die Akademie sein, oder? Die Nein, schaut die auf liegt einer, in Nähe des Preios-Tempels. Das weiß ich. Die schaut auf einer anderen Karte nach, guckt dann ein bisschen genauer hin, wischt da so ein bisschen Blut von der Karte und erhält sich dann leise und gedämpft mit einem der Golgariten. Das müsste die neue Garnison sein. Großer Litzenstädter Turm. Also ich nehme an, dass wir davon ausgehen. Wisst ihr, von wo die Feinde eingedrungen sind? Durch welches Tor? Vermutlich durch das Breuers, durch das Fironstor im Norden. Ich würde sagen, letzte Stadt. Von da aus wäre es zumindest möglich, dann über die Straßen dann. Dann können wir zumindest davon ausgehen, dass die neue Garnison vermutlich entweder restlos vernichtet wurde oder sich nicht mehr da wegbewegen kann, wenn sie durch das Tor gebrochen sind. Aber wenn sie durch sie das... Sollte die Garnison an sich allerdings gehalten haben, könnte man einen Ausfall organisieren. Möglich. Aber wenn die Feinde sich vermutlich in der... Auf der Karte würde ich jetzt einfach mal auf der linken Seite befinden. Ist doch höchstwahrscheinlich, dass Neuromelis gar nicht gefallen ist, oder nicht? Die Chance besteht natürlich. Allerdings, wenn sie erst einmal, also die Feinde mit Booten übersetzen, von Stadtseite aus hat Neuromelis natürlich keine Befestigungen. Andererseits, das ist natürlich wenn richtig. Er die Booten übersetzen, ein sehr verwundbares Ziel für allerlei Arten von Beschuss. Also wenn sich noch ein Teil der Stadt hält, dann nehme ich vermutlich sogar an, dass es Neuromelis sein wird. Keine seine Einschätzung. Wir sollten uns davon vielleicht zuerst umsehen. Richtigerweise aus, dass es sich hierbei um ein Imanstadion handelt. Ja, da kannst du davon ausgehen. Ich glaube, Iman wird jetzt in nächster Zeit nicht so sehr oft gespielt werden. Und die hoffen, dass ihr die Mannschaften in der Nähe auftreiben könnt. Das sind eigentlich mal kräftige Kerle, die könnte man vielleicht motivieren. Du meinst, dass sie so mit immer an Schlägern rumlaufen? Da Partia Romulus? Ich dachte eher an Dreschfliege. Ich dachte eher an irgendwelche Leute, die ein bisschen Ablenkung besorgen, während wir dann vielleicht den Söldnern in den Rücken fallen und die alle niederschnetzeln. Aber das ist eine Situation, das müssen wir vor Ort gucken. Ich denke, wir sollten erstmal Neuromelis erkunden, weil ich da die höchste Hoffnung habe, dass das gehalten hat. Mhm. Die werden ich ebenso. Die werden vermutlich schauen, wie die Lage ist, und von dort aus könnte man unter Umständen auch dann einen weiteren Übergang in die Stadt organisieren. Und wir müssen nicht durch die Kanalisation warten. Ich denke auch, dass vermutlich sich einige aus Alt-Romulus sich nach Neu-Romulus gerettet haben. Die könnten dann sogar aktuelle Informationen haben. Vor allen Dingen, könnt ihr einschätzen, wie viele Söldner das ungefähr waren? Sind das Tausende? Sind das Hunderte? Ich vermute, 500 werden das am Anfang gewesen sein, aber ob die alle noch da sind, weiß ich nicht. Aber mit 500 wird ja die Stadt nicht komplett... Also, wie viele Leute wohnen in der Stadt? Könnt ihr das einschätzen? Einige Tausend. Schwierig, ja, es ist schon eine große Stadt. Ihr müsst allerdings auch bedenken, dass viele vor den Bannern geflohen sind. Wir haben sie ja gesehen auf der Straße. Ja, das ist richtig. Ja. Dass er sicherlich auch über den einen oder anderen Dämon gebietet. So ganz grob haben da sicherlich so 10.000 Menschen Platz gefasst. Also ich denke... die Frage ist natürlich, was sein Ziel ist, aber ich glaube nicht, dass er die Stadt... Vielleicht kann er sie langfristig halten. Ich glaube nicht, dass er das will. Ich denke, wir sollten nach Neuromelis gehen und dort nach Informationen fragen. Die werden viel aktueller sein als alles, was wir hier sammeln können.
Selbst wenn wir nicht neue Romulis Verbündete finden, können wir da isolierte Feindgruppen ausschalten. Ebenso ist es klein genug, dass wir es, wenn wir schnell und entschieden vorgehen, unter Umständen säubern können, sollte es gefallen sein. Ich habe mal eine Frage. Also ihr sagt, Garrett ist sicher, ja? Garrett steht. Das heißt, Galotta ist tot? Galotta ist tot. Wer ist denn jetzt der Anführer der Yolgomaka? Also ich meine, Asmodeus gehört doch zu dem Clan dieser schwarzen Stadt. Also wenn ich die richtig einschätze, ist das vermutlich ein einziges Gegreife um Macht und ein einziges Gemorde bei denen. Yolgomaka wird herrenlos sein, denn das Herzstück der Stadt, die fliegende Festung, liegt in Trümmern neben Garrett. Wenn ich Wetten abschließen müsste, würde ich denken, dass Arngrim, wenn er nicht schon die Nacht an sich gerissen hat, sich darauf vorbereitet, dies zu tun. Ich würde ja auf Balfimo von Tunin tippen. Die Nummer 2 im Starter. Also Balfimo und dieser Werwolf-Ritter. Oh, das ist ja. Ist ja gar nicht so gut. Weltmann rastet so gerade aber auch wieder irgendwelche Faxen. Der gehört ja nicht richtig zu denen. Ja, aber gesagt, vielleicht erobert er deren Gebiet. Gesehen. Ja, aber vielleicht erobert er gerade deren Heimatgebiet. Um die Dämonenkrone an sich, die Kaiserwürde. Also ja, man sagt das jetzt in Anführungszeichen an sich reißen zu wollen. Es gibt einfach zu viele bei diesen Arschlöchern, die könnten sich alle erheben. Okay. Wette. Wenn wir Glück haben, tun sie es alle gleichzeitig. Wie gesagt, von hier aus, wenn ihr nach Norden aufbrecht, erst in Richtung Westen abbiegen. In Richtung Osten abbiegen. Sonst kommt ihr nicht weit, wenn ihr nach Westen wollt. Und im Norden werden euch die Kehlen abgeschnitten. Müsst erstmal nach Neuborn, also Sturmfelsen. Nun gut. Dann geht die Passage. Haben wir also einen Plan. Vielleicht sollten wir der Passage den Rücken fallen. Wenn die in den Bergen sitzen. Ich weiß nicht, ob die in den Wäldern. Ja, das wird zu schwierig. Nein, ich vor. Das nimmt zu viel Zeit. Wäre halt eine einzelne Kämpfergruppe, die man gut isolieren könnte und die vermutlich gute Informationen hätten. Hätten wir ein paar gute Pferde, würde ich es in Erwägung ziehen, aber so erscheint es mir zu gewagt. Ja, ihr habt recht. Entschuldigt. Also, Neuromilis ist das Ziel. Ja, ich denke, mit Flusszauber könnten wir es betreten und dann uns direkt Zugang zu irgendeinem Haus verschaffen, dort Informationen sammeln und dann entweder den Teil der Stadt reinigen oder mit den neuen Informationen vorgehen. Würden wir genau sehen, wenn wir dort sind. Aber es wird Zeit, dass Asmodeus die scharfe Seite von Travias Suppenkette zu spüren bekommt. Na gut, dann seid bedankt für euer Vorbeikommen und dass ihr euch dann ja hier gesammelt habt. Viel Erfolg. Ach so, eine wesentliche Frage noch. Der Alagrim, habt ihr Nachricht? Weiß nicht, was das ist. Der Feuervogel. Dieses Ding, das er in Angbar gewütet hat. Angbar? Ich hab nicht mal Nachricht aus Garrett bekommen. Oder aus Werheim. Ich weiß, dass mein Mann tot ist. Mehr weiß ich nicht. Die Zeiten sind finster, junger Freund. In der Tat. Ich bin vermutlich älter als ihr, aber... ja, danke. Schön. Und dann kommt, lasst die Frau und dich in Frieden. Rondra mit euch. Und mit euch. Und können mit wir euch. Beide brauchen. Rondra und zwar mit euch, Excellenz.